Servus, Grüße und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufstiegs-TV. Wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wie du siehst, haben wir auch heute wieder eine wunderbare Gesprächspartnerin, Ladina Priyakinci, ihres Zeichens Kunsttherapeutin, die ganz viel Tanz auch mit in ihre Arbeit integriert. Herzlich willkommen, liebe Ladina Priya. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich freue mich auch sehr, dass Sie da mit dabei sind. Ladina, wir haben heute für dich ein paar Fragen. Und zwar haben wir gesehen, du hast dieses Starfire Mountain College in Davos in der Schweiz, für die, die das nicht kennen. Und uns ist aufgefallen, dass du ganz vieles mischst, also viele Art und Methoden der Begleitung. Vielleicht magst du auch das erwähnen, wie du dazu gekommen bist, das alles zu kombinieren. Und ganz insbesondere ist uns wichtig das Thema des Tanzens. Ja, genau. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ich möchte zurückgehen in meine Kindheit. Als ich 5 Jahre alt war, da wusste ich ganz genau, warum ich auf der Erde bin. Und ich war voller Liebe und Freude und wusste, das ist meine Berufung. Dass diese Liebe und Freude zu den Menschen kommt. So habe ich immer kleine Schiffchen gemacht mit Moos und Blumen, ach, überall ja, gelütet und gesagt, ein lieber Gruß vom lieben Gott. Das möchte ich heute noch, oder? Mhm. Jetzt bin ich 60 geworden, dieses Jahr. Und dann hatte ich mit 6 Jahren einen schweren Autounfall und hatte eben eine Nahtoderfahrung. Und das hat mich ein ganzes Leben lang geprägt. Wer bin ich? Was bin ich? Warum bin ich da? Und vor allem, wie kann ich mein Bestes zum Wohle aller Menschen geben? Und ich war ursprünglich Primarlehrerin, dann war ich 3 Jahre in Amerika und habe Tanz und Yoga und alles Mögliche studiert. Und dann habe ich eben 7 Jahre in einer Klinik gearbeitet und dann habe ich gemerkt, jetzt will ich gesunde Menschen um mich. Bin ich meditieren gegangen und habe gesagt, ich bin euer Werkzeug, was soll ich machen? Und da kam sofort, kreiere Schule. Star Fire Mountain College. Davos natürlich. Und Star, wir alle sind Sternengeborene. Mit dem inneren Feuer kommst du zu deiner Leidenschaft. In der Berge natürlich und ein College, wo alle herzlichst willkommen sind. Und wie du fragst, es war mir eben zu langweilig, nur tanzen. Ich wusste immer, ich will das Beste vom Besten, was ich gelernt habe, zu einem eigenen Package machen. Also im Starfire Mountain College geht es immer darum, in dieses innere Potenzial zu kommen, das wahre Selbst, das in dir pulsiert und spürbar ist. Da kommst du sofort rein durch den Tanz, durch Yoga, durch Meditieren, durch Malen, durch Mantra singen. Das sind alles Werkzeuge, Ritualarbeit in und mit der Natur, die dich eben in diese Quelle bringen, oder? Und das ist das Allerwichtigste. Und der Schlüssel ist natürlich der Tanz, oder? Weil du kommst, sobald du tanzt, vom Kopf ins Herz, in den Bauch. Ja. Das Tanzen ist ja auch ein ganz integraler Bestandteil deiner Form der Lichtkörperarbeit. Du bist ja zertifizierte Lehrerin für den neuen Lichtkörper, also Aufstiegstechniken von Arcturus. Und die Arcturianer, die weitentwickelste Zivilisation in dieser Galaxie, hat ja nun auch schon seit Jahrmillionen das Friedensbewusstsein vollkommen vollendet und integriert. Und wie bist du dazu gekommen, diese Friedensarbeit und dieses Friedensbewusstsein auch in deine verschiedensten Projekte einfließen zu lassen? Und warum, obwohl wir ja auch in einem Land leben, hier in der Schweiz, das als einziges Land seit 500 Jahren Frieden hat, warum ist das trotzdem so ein ganz großes Herzensprojekt von dir, die Friedensarbeit? Das war wirklich schon als Kind schon immer, oder? Und ich habe immer versucht zu vermitteln, habe es nicht gern, wenn man streitet, oder? Und ich kann nicht verstehen, warum man wertet und urteilt und andere Menschen ausschließt. Und ich war dann im 2015 mit der Cecilia Sifontes auf Zypern. Und dann haben wir hineingespürt, wie es den Menschen in Syrien geht. Und es war so furchtbar. Also ich musste so weinen, ich war so kaputt, oder? Dachte ich, ich muss irgendetwas machen, aber was? Natürlich schon mein ganzes Leben lang probiere ich durch die innere Friedensarbeit etwas zu bewegen für äußeren Weltfrieden. Aber da wurde so klar,
da hat eine Freundin mir gesagt, kennst du die Friedenspfähle? Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Im Jahre, also als der Zweite Weltkrieg war, in Japan, der Masahisa Goi hieß der, das ist ein simpler Fabriksarbeiter, als die Bomben kamen, da war er so verzweifelt und innerlich zerstört, dass er gebetet hat, gib mir ein Werkzeug bitte, dass ich etwas machen kann für Weltfrieden. Und dann kam das Gebet, möge Friede sein auf Erden. Und das habe ich dann aufgenommen und gewusst, so einen Friedenspfahl müssen wir auch in Davos haben. Eben gerade, wo das WEF stattfindet. Eben ganz kurz für die Zuschauer. Also was können wir uns unter einem Friedenspfahl, können wir uns das wirklich wie bei den Indianern, bei den nordamerikanischen Ohren, wenn wir einen Totempfahl vorstellen? Und wenn du vom WEF sprichst, meinst du sicherlich das Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja, das kennt ihr natürlich alle, oder? Und ich als einheimische Davoserin zu euch gesagt, oh, ich wünsche mir Früchte, nicht nur Blabla und Millionen verpulvern, sondern ich will sehen, dass wirklich Frieden einkehrt in jedem Menschen und wir zusammen Frieden erschaffen. Ja, wir hatten dann im Jahre 2016 das Bewusstseinssymposium zum Thema Frieden und Fülle leben. Und da eben für diese Occasion haben wir im Kurpark, dann hatten wir die große Ehre, so einen 4,60 Meter hohen Friedenspfahl pflanzen zu dürfen. Und der steht jetzt da und der Künstler, der einheimische Künstler Resli Amaruk, hat den erschaffen. Und der sieht jetzt wirklich aus wie ein Starfire Mountain College Friedensspirale. Wow. Und der Künstler, ich habe dem gar nichts gesagt, so und so muss es sein, sondern ich habe ihm nur gesagt, hör die Zede göttlicher Friede. Und er sagt, das ist ein bisschen langweilig. Und dann hat er aber wirklich etwas unglaublich Fantastisches geschaffen. Und jetzt steht da in 24 Strählen rundherum, also in 24 Sprachen auf 4 Strählen, steht May peace prevail on earth, mag Friede sein auf Erden, in allen Sprachen. Und jetzt gehen alle Menschen dort vorbei, die spazieren und Davos besuchen und hoffentlich halten sie für einen kleinen Moment inne und spüren, wie kann ich etwas für Weltfrieden beiträgen. Und das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass wir etwas geschaffen haben, das eben auch für kommende Generationen jetzt im Kurpark steht. Ja. Und oben vom Zauberberg in die ganze Welt strahlt. Genau, genau, genau. Und eben die meisten Friedenspfähle, es gibt über 250.000 Friedenspfähle, es gibt auch eine seit 1955 eine International Prayer Society. Aber die sind zum Teil sehr klein und sie sind aus Plastik. Und unser ist eine Lerche, ein Baum der Wiedergeburt, oder? Und das ist natürlich für mich der schönste Friedenspfahl auf der Erde. Selbstverständlich. Und das Thema Friedenssymposium, ist auch was geplant bei euch? Oder ist es? Das haben wir schon gehabt im Jahre 2016 zum Thema eben Frieden und Fülle leben. Mhm. Und da könnt ihr natürlich auf unsere Homepage gehen. Die findet ihr hier eingeblendet. Genau. Mhm. Und dann geht ihr zu Archiv und also Bewusstseinssymposien. Könnt ihr das anschauen, alle Beiträge über die letzten paar Symposien, speziell in 2016, Thema Frieden und Fülle. Leben. Ja. Okay. Wunderbar. War übrigens der Alexander Leitner, den ihr ja alle kennt, oder? Der Mann von der Cecilia Sofontis. Genau. Und der hat eine Meditation gegeben und auch ein bisschen über die Elfen, die ja Einssein auf die Erde bringen und eine sehr schöne Meditation mit uns gemacht, Einssein zu werden. Mhm. Genau. Das Thema Frieden zieht sich ja wirklich bei dir auch wirklich wie ein goldener Faden, wirklich auch durch deine ganzen Projekte. Und ein Projekt, was wir auch sehr persönlich wichtig finden, ist natürlich, wie du selber geäußert hast, die kommenden Generationen auch schon einfach daran zu erinnern, wie wichtig Frieden ist. Und das ist ein ganz wunderbares Projekt mit Kindern, wo auch das Thema Milch eben in Indien auch eine große Rolle spielt. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu äußern. Und hat es eine besondere Bedeutung, dass du ganz explizit Milch genutzt hat, weil mich erinnert das natürlich auch, weil Kinder sind ja auch göttliche Wesen und erinnern sich oft daran. Und damit der Milch erinnert es mich natürlich auch so an Abhishek, an diese Form von Ehrerbietung an die göttlichen Wesen. Ja. Gibt es so eine Verbindung und wie bist du darauf gekommen? Also zuerst muss ich sagen, ich bin ursprünglich Primarlehrerin, oder? Und
Es war mir doch nie wichtig, wer ist der Beste in der Mathe und in der Sprache, sondern wie können wir ein Team sein? Ja. Wie kann ich die Großartigkeit in diesen Kindern, in diesen großartigen Wesen nach vorne bringen? Oder? Und ich habe damals ein Kindertanztheater gegründet mit einer Freundin und eine Gemeinschaft für Tanz und Theater Davos. Und das war mir fast wichtiger als die Schule geben. Mhm. Und die Kinder konnten blühen, oder? Die wissen heute noch, wenn ich sie auf der Straße sehe, welche Rolle das sie gespielt haben, oder? Gut, jetzt Indien. Also ich bin 1993 nach Indien gegangen, zum ersten Mal, mein geliebtes Indien, und wurde als Lehrerin eingeladen in Schulen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Schulen, alles Betonboden, keine Lehrmittel, keine Bänke, alle Kinderchen nackt, solche Bäuchlein und so. Oder? Mhm. Und wir, unser Job war, jedem Kind einen Becher Milch bringen. Und dann hast du gesehen, die trinken die Milch, aber das bringt nichts, oder? Die sind verhungert. Mhm. Und dann mussten wir das ganze Projekt, das heißt Prasad Chikitsa, von meiner spirituellen Lehrerin und Meisterin, Gurumayi Chitvilansananda in Ganeshpuri, sie hat das gegründet. Und nachhaltig, oder? Und jetzt, ich gehe so viel ich kann, einmal im Jahr nach Indien und schaue. Ich habe natürlich jahrelang selber mein Geld gegeben. Und jetzt langsam kriege ich Spenden von Freunden und so weiter. Und dann schaue ich, wie das Projekt sich entwickelt hat. Wir haben Riesenglück. Es ist sehr nachhaltig. Die Regierung ist begeistert und hat jetzt für die älteren Schulkinder Support gegeben. Ja. Also die Kinder gehen jetzt in die Schule, bekommen zwei warme Mahlzeiten oder auch einheimischen Porridge. Vor allem die Mädchen bekommen Bildung, oder? Die Buben natürlich auch, aber mir ist es speziell wichtig, dass die Frauen in Indien gefördert werden, oder? Ja. Und das ist halt immer noch, ja, für wegen dem Kalzium gibt man die Milch, oder? Mhm. Und das ist das zentrale Projekt für mich im Prasad Chikitsa. Mhm. Aber anders sind auch andere wundervolle Projekte für Selbsthilfegruppen, für Frauen zum Beispiel oder für die Farmer, die bauen, man gibt ihnen das Geld, aber die müssen ihre Brunnen selber bauen oder ihre Toiletten und dann blühen die auf, oder? Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Eine Frage, liebe Ladina, wenn jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer sich angesprochen fühlen, gibt es auch auf deiner Webseite die Möglichkeit, dann auch Geld zu spenden für dieses Projekt? Das wäre dann besser, wenn Sie mir eine Mail schicken und ich habe ein spezielles Konto. Das mussten wir einfach so machen, oder? Weil von oben, von Amerika, ist das so gewünscht worden, dass ich nicht mehr die Kontonummer auf der Homepage platzieren darf. Mhm. Also bitte schreiben Sie mich an, schreib mich an, wenn du mir etwas spenden möchtest für die Kinder, dann super. Ich gehe nämlich wieder am 26. Dezember. Mhm. Und gerne, gerne. Zum Beispiel, stellt euch vor, mit 50 Franken oder Euro, kannst du ein ganzes Jahr lang für ein Kind sorgen. Es geht in die Schule, es bekommt warme Mahlzeiten, es kriegt eine Schuluniform und es wird ärztlich betreut. 50 Franken, 50 Euro ist ja nichts, oder? Also, eben drum. Danke schon jetzt. Ja, Ladina, du machst auch Seminarreisen. Ja. Da habe ich gesehen, du bist ja auch unterwegs, Ägypten, Griechenland, Indien. Und das ist unsere Frage auch, wir haben gesehen auch Malta. Oh, Malta, ja. Was bringt dich nach Malta? Malta, das ist fantastisch, oder? Das sind die ältesten Göttinnen-Tempel der Welt. Als ich das erste Mal ins Hypogeum reinging im Jahre 2012, hat es mir alle Haare aufgestellt und ich wusste, da habe ich gewirkt. Aber ich konnte mich nicht direkt erinnern, obwohl ich Reinkarnationstherapeutin bin. Erst später, als ich immer wieder hinging, kriegte ich innere Visionen, oder? Und die Frage, das Mysterium ist, wer hat diese Tempel gebaut und wozu? Oder? Und diese Tempel, glaube ich, haben Sternenwesen, eben wir, die alten Atlanter, du, ich, wir kamen von Sirius, von den Plejaden und haben diese ganzen Tempelanlagen gebaut, eben jetzt für diesen Wandel, für diesen Aufstieg. Und diese Anlagen, die haben ja, die pulsieren immer noch mit diesen Energien, oder? Die waren, also das
Das wurde, das Sternenlicht wurde gesammelt und in diese Steine transportiert. Und wenn wir da reingehen, dann schüttelt es dich, oder? Die einen weinen, die anderen, die Kundalini erwacht, die Dritten, die merken gar nichts, aber später durch den Tanz oder in den Meditationen, dass sie berührt sind, oder? Es geht ja darum, in diesem Wandel, in diesem Aufstieg wirklich zu spüren, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich auf die Welt gekommen? Und genau darum gehen wir auch nach Malta, um dieses alte Wissen wieder lebendig zu machen in uns drinnen. Ja, Malta ist natürlich auch für mich ein persönliches Thema, da ich in meiner letzten Inkarnation unter anderem auch in Malta gewirkt habe. Und eine historische Persönlichkeit interessiert mich persönlich sehr. Der direkte Schüler, Student, Meisterstudent von Graf Saint-Germain, Graf Alessandro di Cagliostro. Der eben sehr, sehr stark auf Malta gewirkt hat als hoher Eingeweihter. Und dann natürlich jetzt meine Frage, hat das dann auch den Grund, eben dass hohe Eingeweihte nach Malta sich angezogen fühlen, weil sie wissen, dass sie vor Jahrtausenden dort einfach auch schon mal gewirkt haben, um diese Erinnerungsplätze zu erschaffen? Und gibt es, wenn man jetzt nicht so wie ich ganz explizit sich mit dem Grafen Cagliostro beschäftigt, auf Malta Hinweise auf ihn? Weil er ist ja neben Saint-Germain für mich persönlich einer der strahlendsten Meister des 18. Jahrhunderts. Den kenne ich jetzt nicht, aber, okay. aber ich habe den Namen noch nie gehört. Aber mir hat es ein bisschen die Haare hier aufgestellt. Okay. Also hat es etwas, oder? Mhm. Und wenn man natürlich schaut, wo Malta ist, im Zentrum, und es sagen ja viele, das ist das Herz von Atlantis, oder? Okay. Und dass natürlich die alten Atlanter dort gewirkt haben und immer noch wirken und die Außerirdischen durch diese zum Beispiel in diesem Hypogeum heute noch wirken. Das sind ja immer noch Einweihungsstätte, die noch genutzt werden. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das ganz wichtig ist. Ja. Also man kennt auch Cagliostro nur, wenn man sich damit beschäftigt. Also das muss man auch dazu sagen. Genau. Ja, spannend. Und Malta, ist schön von dir natürlich jetzt einfach auch mal da so viel mehr zu hören, weil wenn man sonst im Netz, im Internet nach Malta schaut, findet man ja meistens nur den Malteserorden. Und es ist schön jetzt einfach auch mal diesen Teil der Geschichte über Malta von dir zu erfahren. Und ich merke, es ist noch interessant, im Moment zeigt sich das Thema Malta sehr stark. Also ich habe um mich herum, taucht es immer wieder auf, das Thema Malta. Warum hat es explizit auch jetzt für den Aufstieg so eine besondere Bedeutung? Weil du bist ja auch auf Griechenland, da hat es ja auch starke Einweihungsstätten. Ja. Aber was hat Malta für eine spezielle Qualität? Ich glaube, das sind die, weil es die Göttinnenkulturen sind. Oder? Das göttlich-weibliche, das so stark dort erwacht. Oder jetzt kommt mir gerade auch in den Sinn, Jesus Christus war auch da. Oder Maria Magdalena hat dort gewirkt und Einweihungen gemacht. Und ich glaube, das ist der Grund, dass das göttlich-weibliche jetzt so stark auf diese Erde verankert wird, oder? Schön. Macht ihr da in die Seminarreisen auch, weil ich habe gehört, ich sehe das von mir, die Tanzrituale. Ja. Das ist eben dein Thema, also dein Thema nicht, dazwischen auch das Tanzen. Wenn du Seminarreisen machst, beispielsweise auf Malta oder Ägypten, habe ich gehört, ist auch neu, vielleicht für die Zuschauer, die vielleicht interessiert wären. Was wir genau machen. Ja, und was ist die Rolle wirklich konkret, dass sie das, die Zuschauer spüren können, des Tanzens? Weil du hast gesagt, das ist runterbringen. Was genau geschieht da in ein Ritual mit dem Tanzen? Also es sind nicht Rituale, wo alle das Gleiche machen. Manchmal mache ich so alte Tänze der Sumerer, wie Huchma Huchma Allatu oder Amausum Galani. Das sind dann, wo wir alle das Gleiche machen. Aber sonst ist es wichtig, was kommt aus dir heraus. Oder? Also wir geben dann, wie auch in Ägypten, Hinweise, was da in diesem Tempel gewesen sein könnte. Wichtiger aber ist für mich, dass du spürst, was kommt aus dir heraus, was ist deine Wahrheit, was ist deine Essenz, wo bist du gerade dran, wo willst du hin, oder? Was ist deine Friedensarbeit oder so. Und wie immer am Morgen tue ich halt sehr gerne, ich bin Yoga-Lehrerin auch, Yoga praktizieren mit den Menschen, damit du in die Mitte kommst. Oder? Und deine innere Kraft spürst.
Der Tanz selber ist natürlich, der öffnet enorm. Ja. Ne? Wir werden nachher eine kleine Tanzreise mit mir machen, wo du dann in diese Mitte, in diese Heimat, in dieses wahre Selbst kommst. Und über den Tanz ist auch natürlich, kommt mir gerade in den Sinn, also früher, ich bin auch Reinkarnationstherapeutin, habe ich viele Rückführungen gemacht mit den Menschen. Mache ich nicht mehr. Ich glaube, dass das Konzept vom Karma war sehr gut für Jahrtausende und jetzt ist es wichtiger, ins Jetzt zu kommen. Der Tanz bringt dich sofort in den Moment, ins Jetzt, in den Fluss. Und das ist schon mal sehr gut, weil wir sind ja sehr viele Kopfmenschen. Ja. Und wenn wir schütteln, wenn wir loslassen, können wir auch diese alten Muster einfach rausschütteln, ja, ohne dass wir ewig zurückgehen müssen, was war jetzt, wer war ich, warum bin ich. Und wenn dann aus der Meditation oder während der Meditation oder während dem Tanz plötzlich kommt schon aus dir heraus, aber ohne viel Anstrengung, wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Was ist meine Berufung? Und das finde ich, also das ist die Entwicklung über diese über 20 Jahre, wo ich finde, das Jetzt hat am meisten Kraft. Ja. Die indischen Weisheitslehren sagen ja auch, das Jetzt ist stärker als alles Karma. Ja. Und das ist echt interessant, weil das Thema ist auch zu mir die letzte Woche gekommen, mit diesem Jetzt, wenn du in Zukunft, also wenn du Ängste hast, das ist, weil du in Zukunft bist. Genau. Wenn du im Jetzt bist, hast du keine Ängste. Genau. Wenn du Reue hast, dann bist du in die Vergangenheit. Und ich finde da eine super Möglichkeit von Ladina jetzt diese, mit diesem Tanzen. Du hast auch Yoga, Meditation. Es gibt verschiedene Art und Weise. Aber das wirst du uns vielleicht danach in einem kurzen Tanz zeigen. Das zu ankern, zu erden, im Hier und Jetzt zu sein. Weil das ist unsere Übung jetzt, wo wir viele Leute wirklich Bewusstsein erweitern und dass wir Menschen wie Ladina haben, die dass man braucht, das zu ankern auf Erde. Gell, es ist, jetzt kommt mir gerade so in den Sinn, ich habe gerade ein Wochenende gegeben, die Magie des Augenblicks. Und natürlich habe ich auch viele Techniken studiert und mit dem Lichtkörper und so weiter. Und das ist alles ganz gut. Aber das ist jetzt, oder? Ins Jetzt kommen, oder? Oder dann, wenn wir im Jetzt sind, oder wir machen nächstes Jahr so eine Seminarreihe, das Wiedererwachen der großen Göttin für Frauen. Da tanzen wir einmal in Weiß, einmal in Rot, einmal in Schwarz, oder? Und dann machen wir schon so einen Ulmentanz, alle miteinander, zum Beispiel in Rot. Mhm. Und weil dann alle die gleiche Farbe haben und den gleichen Tanz machen, passiert natürlich etwas, oder? Ja. Es kommt etwas hoch. Und was ich dann aber mache, ich gehe dann, wer gerade will, mit dieser Person in die Mitte, übrigens auch Männer sind herzlichst willkommen, jetzt nicht in diesem Göttinnenzirkel, das ist speziell nur für Frauen, für ein Jahr, aber ich gehe dann in die Mitte und dann bin ich ja wie ein Spiegel, oder? Und dann darf der Tanzprozess passieren und ich lasse halt auch immer den Konflikt hochkommen. Also nicht nur das Selbst, sondern so schaffe ich auch in der Burnout-Klinik. Der Konflikt, wo ist der spürbar im Körper? Zum Beispiel sagt man immer, ich habe so Asthma. Ne? Mhm. Und dann zeichne dieses Asthma, zeichne diesen Druck, sagt die Person. Und dann machen sie so einen schwarzen Block und dann werden sie den. Zuerst tanzt man ins Selbst und dann durch den Schatten, durch den Konflikt zurück ins Selbst. Ja. Und gerade jetzt, darf ich ein Beispiel sagen? Ja, sicher. Ich hatte einen Mann in der Klinik, ich bin in der Klinik Holistika, stellvertretende Tanztherapeutin. Und es ist mega spannend, weil die Menschen, die dort sind, sind großartig. Und die suchen den Sinn des Lebens, oder? Ja. Und da war ein Mann und der sagte, ich habe so Panikattacken, was soll ich machen? Helfen Sie mir bitte, weil jetzt habe ich Medikamente und ich spüre, ich bin kerngesund. Das sah auch aus wie ein Feriengast. Mhm. Und dann sagte ich, bitte helfen Sie mir. Und wenn die Leute das wollen, dann gehe ich in so einen sogenannten 7-Schritte-Prozess, den ich entwickelt habe. Dann habe ich gesagt, wo fühlen Sie die Panik? Ja, in den Augen. Zeichnen Sie Ihre Augen. Macht er zwei so Kreise, schwarzen Block drüber. Gut. Jetzt gehe ich mit ihm auf die linke Seite des Raumes und sage, gehen Sie in einen Moment, wo es Ihnen richtig gut gegangen ist, wo Sie in der Mitte waren. Da sagt er, das war gestern gewesen, ich bin deine Lerche, ich habe gut schnaufen. So, oder? Gut. Und dann fühlt er das in allen Zellen und spürt man richtig. Mhm. Dann gehen Sie auf die rechte Seite des Raumes und jetzt werden Sie das Schattenbild. Und dann geht er so, ein bisschen so, und plötzlich sagt er, sehe nichts, höre nichts, nein, nein, nein. Da weiß ich, jetzt sind wir ganz nah dran, am Trauma. Ja. Oder?
Gehen Sie tiefer, gehen Sie tiefer. Plötzlich wird er ganz rot im Kopf, schießt auf und sagt, es klopft, sie stirbt, ich bin nicht schuld und die Seele ist draußen. Mhm. Es war ein Moment totale Stille, oder? Dann sage ich, gehen Sie wieder nach links, werden Sie wieder die Lerche, reichen Sie nach oben, holen Sie den Seelenanteil zurück. Hat er gemacht, dann musste er mega weinen. Dann sagt er, das glauben Sie ja nicht, 1995 hatte ich einen Autounfall. Wir sind zusammengestoßen, die Frau am anderen Steuer stirbt, ich bin unschuldig, aber meine Seele hat mir nie vergeben. Mhm. Ist die Panikattacke, weil ich diesen Schmerz habe in mir? Sag ich, ja, natürlich. Mhm. Noch einmal habe ich ihn gesehen, da kommt er mit 10 Bildern und sagt, ich habe ein Geschenk für Sie. Lesen Sie aus, ich habe gemalt. Schaue ich da, Katzen, Hunde, Bäume, eine Elfe, sage ich, das ist mein Bild, sagt er, ja genau. Und das war für einen Moment ein Wiedererkennen, oder? Er ist ein Patient in einer Klinik, aber das ist es eben nicht. Ich erlebe es nicht so, die Patienten und ich, die Therapeuten, die alles machen und alles. Nein, nein, das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, ein Tanz, oder? Ja. Schön, ja. Und das war wunderbar, ja. Ganz schön. Sehr schön. Zu dem Thema Frieden, hast du vielleicht für den jetzigen Moment eine Botschaft für die Zuschauerinnen und Zuschauer, was jetzt besonders wichtig ist, um wirklich auch in den Frieden zu kommen, damit natürlich auch eine größere Zufriedenheit? Und welche neuen Projekte dürfen wir in den nächsten Monaten und Jahren von dir erwarten? Also was ich im Moment fühle, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, natürlich Frieden mit sich selber machen, oder? Eins sein mit allem, was in dir drin ist, oder? Ich selber merke, dass ich jetzt an Muster herankomme, wo ich dachte, my goodness, das hast du jetzt doch alles transformiert. Aber nein, nochmal. Und dass ich liebevoll und geduldig mit mir bin. Das finde ich etwas ganz Wichtiges, mit sich selber Frieden schließen. Und dann finde ich ganz wichtig im Moment, Mitgefühl, oder? Also mit einem Menschen, wo man sich vielleicht ärgert, mal hineinspüren, wie geht's denn drinnen? Und dann merkst du nämlich, wenn ich traurig bin und du traurig bist, ist die gleiche Trauer. Oder? Wenn ich Liebe empfinde und du auch, egal, bist du ein Hindu, ein Buddhist oder ein Christ, diese Trennung, das ist das Allerschlimmste, oder? Diese Illusion, dass wir meinen, wir sind von Gott und den Mitmenschen getrennt, das ist diese Illusion ist die Ursache allen Leidens. Und wenn wir das überwinden können und merken, wenn du traurig bist oder wütend, dann und ich auch, das ist das Gleiche, oder? Ja. Also es gibt keine Trennung, oder? Dann können wir, und das ist doch schon mal Friede, weißt du? Und dann eben auch alles zulassen, nichts unter den Teppich und so tun, als ob hätte ich alles im Griff. Nein. Und dann, meine Methode ist halt über den Tanz transformieren, integrieren, heilen, oder? Und geduldig sein und ja, nicht aufgeben. Wunderbar. Und welche Projekte? Genau. Ja, genau. Ja, eben, das Symposium natürlich. Jetzt hatten wir ein wunderbares Channeling vorher. Und natürlich werdet ihr beide herzlichst willkommen sein am Symposium. Vielen lieben Dank. Und als Speaker. Und ich möchte da auch, dass du ein Channeling gibst natürlich. Sehr, sehr gerne. In Davos natürlich. Also das ist mir sehr wichtig. Aber nächstes Jahr möchte ich auch, eben weil ich euch nach Davos bringen möchte, das ist ein Mega-Kraftplatz, haben wir zum Beispiel 4 Seminare, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Krafttanken in Davos. Aber das finden wir alles auf der Webseite. Das findet ihr alles auf der Webseite. Frauenprojekte. Ich mache auch jetzt inzwischen Tanztherapie, Einzelarbeit in Zürich. Also ich reise, komme zu euch. Und ich habe gehört, es gibt dann demnächst auch Webinare von dir, wo man auch dann Informationen auf der Webseite findet. Ja genau, das wollen wir starten. Das ist ein neues Projekt. Mhm. Und jetzt bezüglich Frieden. Vor dem WEF machen wir am 20. Januar um 15 Uhr im Hotel Grisha, das ist gerade vis-à-vis vom Bahnhof Davosplatz, eine Weltfriedensmeditation. Und es wäre mega schön, wenn du auch kommst und mit dabei bist. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Ladina. Wir bedanken uns an dieser Stelle für diese wunderbaren Friedensimpulse. Danke. Danke auch. Wir freuen uns schon sehr, natürlich noch so viel mehr von dir zu lesen, zu hören und auch wahrzunehmen, zu erleben. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir bedanken uns natürlich auch bei dir, wenn dir natürlich diese Impulse und auch diese wunderbaren Botschaften auch dich berührt haben, dich auch aufgestellt haben, dich angehoben haben, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du dieses Interview in deinem Netzwerk teilst. Uns
uns natürlich auch ein Like gibst und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du wieder das nächste Mal einschaltest bei Aufstiegs-TV. Denk dran, leuchte und strahle nicht nur wie ein Stern, sondern wie ein ganzes Universum. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, dein Team von Aufstiegs-TV. Danke vielmals und alles erdenklich Beste und auf Wiedersehen. Namaste. Allegra. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Jetzt gehen wir zum praktischen Teil. Tut mal die Füße etwas so hüftbreit einrichten und dann lasst ihr den Körper rauf und runter schütteln. Genau. Dann gibt es viele Verspannungen, zum Beispiel im Kiefer, weil wir immer freundlich tun, aber dabei haben wir manchmal auch ein bisschen genug Spannung, können wir hier entspannen und loslassen. Genau. Oder hinten am Nacken, diese ganz wichtigen Punkte hier, wo auch eure Akasha-Chronik ist, da könnt ihr ein bisschen massieren. Genau. Und dann zieht euch ein bisschen an den Haaren. Genau. Die Kopfhaut aktivieren. Und dann lasst mal den Kopf und Nacken hängen. Genau. Und dann die Schultern, die schweren Lasten abschütteln. Genau. Genau. Und die Handgelenke. Lasst die Handgelenke ein bisschen schütteln. Genau. Ja. Und dann wirf die Arme weg. Genau. Und dann schau deinem Arm nach. Und geh ein bisschen ins Becken. Genau. Und jetzt zum Erde und ins Hier und Jetzt kommen. Schneide die Luft. Bück dich nicht mühe. Da bin ich. Da stehe ich. Genau. Bück deine Knie. Da kannst du auch Zweifel, Ängste, Kritik dir gegenüber oder anderen abschneiden. Genau. Und. Und dann diese Übung. Ha, da bin ich. Da stehe ich in meinem vollen Potenzial. Und ha. Und sink tief ins Becken. Ha. Und mach einen Ton tief ins Becken. Ha. Und nochmal. Ha. Da bin ich. Da stehe ich. Und ha. Genau. Und dann schütteln wir einen Moment. Stück zwei. Zellen neu programmieren. Geh an mit dem Bewusstsein deine Finger und programmiere: Ich bin weit, ich bin frei, ich bin grenzenlos, ich bin Schöpferkraft, ich bin kerngesund in meinem Innersten. Auch wenn ich eine Depression habe oder eine Erschöpfung, es gibt einen gesunden, starken Teil in mir. Da gehen wir jetzt hinein. Lass deine Hand tanzen. Deine Handgelenke frei werden. Ich bin weit. Ich bin frei. Ich bin grenzenlos. Alles ist möglich.
Dann lass deine Unterarme frei werden. Weit werden alle Zellen sind frei. Dann deine Ellbogen. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann spürst du, wo du im Raum bist, wo deine Hände, deine Arme, deine Ellbogen sind. Und dann gehe in deine Oberarme und lass deine Oberarme frei werden, weit werden. Und jetzt öffne dein Herz und deinen Schultergürtel und mach große, weite Bewegungen. Und stell dir vor, du kannst aus deinem Körper herausschwingen, hinaufschwingen. Da, wo du gerade wohnst, da, wo du gerade wirkst, flieg und werde ein Adler, eine Adlerkönigin, ein Adlerkönig und flieg hoch hinauf über deine Stadt, über Davos zum Beispiel oder da Rorschach und flieg, je höher hinauf du fliegst, desto freier bist du. Und alles, was da unten ist, alle Berge, alle Wasser, alle Bäume, alle Menschen, sind ein Teil von dir. Und du bist mit allem verbunden. Und du weißt, wer du bist. Ein Adler ist stark im Instinkt. Du weißt, wer du bist. Und dass du herzlich willkommen auf dieser Welt, so wie du bist, einzigartig, wunderbar, großartig, flieg über saftige, grüne Wiesen, flieg über tiefe, stille Ozean und jetzt flieg zu den höchsten Himalaya-Bergen, flieg in ein Land, da bist du ganz frei. Da gibt's keine Sorgen. Da gibt's keine Depressionen, keine Ängste, keine Zweifel. Stressfrei bist du da. Angstfrei bist du da. Du bist deiner Seele ganz nahe. Und Gott und der Göttin in dir ganz nahe. Jetzt stell dir vor, du fliegst auf deinen Lieblingsplatz in der Natur. Flieg zu deinem Lieblingsplatz in der Natur. Und wenn du ihn gefunden hast, dann lande dort, erde dich gut, tue gut lande, erde dich. Wenn du gut gelandet bist und gut geerdet, wird wieder ganz Frau, ganz Mann, ganz Kind, ganz dich selber und dann nimm deine Hände und streich über deinen Körper, über deinen Tempel und finde in dir drinnen diesen Kraftplatz, diese Heimat, diesen Ort der inneren Sicherheit, diesen Ort des inneren Friedens. Und dann lade deine Seele in dein Herz oder deinen Bauch ein. Und lass deine Seele dir zeigen, was du machen kannst für inneren Frieden. Wenn du inneren Frieden erschaffst, in dir, mit allem eins bist, machst du ganz automatisch Tür und Tor auf für äußere Frieden, für Weltfrieden. Spür mal, wie du jetzt ankommen bist und heiko bist. Und wenn du möchtest, nimm deine Hände von deinem Herz und verbück dich vor dem eigenen inneren Licht.
Namaste.